Hackerangriffen ausgesetzt. Hackerangriffen ausgesetzt. Hey, was ein kaputter Typ. Jetzt gehen wir in diese ganz tiefe Gebüsch rein. Liebe aus der ersten LKW-Ladung von Böser Bubi. Ich werde hier keinen Namen erwähnen, auf keinen Fall. Aber er weiß, wer gemeint ist, der jetzt so ein Lutscher da mit ins Boot genommen hat, die sich da darüber lustig gemacht haben und klipp und klar mir deutlich gemacht haben, dass sie sich nicht entschuldigen werden, ist das kein Problem. Dann nehmen wir die zweite Option. Für mich ist diese Sache hiermit abgeschlossen, okay? Die zweite Option kommt. YouTube Deutschland, ich bin wieder da, der dünnste Marokkaner in ganz Deutschland. Bei meinem letzten Video ging es um Bösemann. Ihr wisst doch, der älteste LKW-Fahrer in ganz Deutschland. Meister Propper himself. Seine Glatze ist denkmalgeschützt. Wir wissen doch alle, er möchte nur ein bisschen Liebe. Bösemann, du bist gar nicht so böse, wie du tust. Am Ende des Tages willst du auch nur eine kleine leichte Umarmung. Komm mal her, Bösemann. Komm her, komm her. Ja, mein Alter. Mein alter Yankee. Gib mir ein Küsschen. So, Leute, Hauptsponsor des Videos sind diese Latschen. Diese Latschen. Boah, Alter, guck mal, wie die aussehen, diese Penner-Latschen, die gehören Harlem. Sind ergonomisch gesund für deine alten Käsefüße. Eula, schau, wie die aussehen. In Neon-Violett, Gova. Soll ich euch was verraten? Guck mal, ihr seht ja diese Latschen, ne? Harlem hat ja für ihn das Video geschnitten. Ich hab deinen Sohn versorgt. Mit der Bedingung, Bruder, es gibt ein Video davon. Du musst einmal die Sohle der Latschen lecken. Ja, ich meine von innen, die Innensohle, also da, wo der Fuß reinkommt. Davon gibt es ein Video, so lachkick, Junge. Harlem droht ihn die ganze Zeit, damit das zu veröffentlichen. Schau, wie die aussehen. In Neon-Violett, Gova. Spaß beiseite, ich habe mir jetzt überlegt, das Ganze hier, das wird echt zu viel langsam. Ich kann das nicht mehr tragen. Bösemann, ich möchte dir die Hand reichen und mich entschuldigen bei dir. Und deshalb habe ich hier auch eine Bewerbung gemacht. Ich möchte gerne in einem Label aufgenommen werden. Böser Sound, bitte hör dir das an. Gib mir eine Chance in ein Label. Ich möchte auch Minus machen. Ich möchte auch niemals charten. Ich möchte auch niemals eine CD verkaufen in meinem Leben. Viel Spaß und verzeih mir, Bruder. A-A-A-B. Böse Mann, die pure Gewalt brauchst du wieder, ne? 44 Kilo, wisst ihr doch. Wir gehen nicht mehr in den Rücken rein. Wir gehen direkt auf Gebärmutter drauf. Herr Safrada, Gipspar. Böse Mann ist nur ein Opa, der bellt. Kletterkiefer im Stream, ist er total auf Sham. Voll mit Coca-Cousin. Du kriegst Luftnot wie Asthma. Und hast mehr Linien gezogen, als ein Platz war. Dein ganzer Schädel ist auf null wie meine Seiten. Die Glatze, sie glänzt, aber Haare gibt es keine. Und wenn du boxst, dann in irgendwelchen Kneipen. Wird dir das zu viel, lässt mich der Opa einfach striken. Ewa, böse du, was wir am Dort dealen. Du hast keinen Schein und nimmst Zeitung zum Koks ziehen. Du alter Redner, du. Ich hab noch nie jemand gesehen, der mit 60 noch auf Gangster tut. Endstation, für dich ist das alt. Das Heim. Du könntest 10 Jahre älter als mein Vater sein. Unser achter Albaner, er liebt den Adler. Doch eine Sache liebt er mehr in Eis, gutes Radler. Banks. Böse, nein, du bist kein Fighter. Du brauchst eine Haartransplantation. Böse Mann, du bist kein Fighter. Du brauchst eine Haartransplantation. Der LKW-Fahrer fährt one way bis nach Istanbul. Dein Traum war ein fescher Seitenscheitel. Kajo, Glatze schon damals als Kleinkind. Ey, an Reddits Tänzen sehe ich schon, der wird Harlem sowas von. Wird der Harlem sowas von ficken bald, sobald der Reichweite hat. Wartet ab, der nächste Sammy. Und Harlem durfte das auch noch schneiden. Und Bösemann? Wie hat dir das gefallen? Reicht das für einen Vertrag bei Böser Sound? Bitte, bitte, gib mir einen Vertrag. Was bekomme ich an Vorschuss eigentlich? 2,50 € und eine Heinekenflasche? Genau vor 3 Monaten habe ich mein Video hochgeladen gegen Bösemann. Ich habe mich ein bisschen über den lustig gemacht. Ha, 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 hi, hi, hi. Okay, war lustig. Kam sogar richtig gut an. Auf jeden Fall, was passiert? Der reagiert nicht. Ich denke mir, okay, kein Problem. Ich fliege nach Japan, Südkorea. Auf einmal, ich bin im Flieger, guck ich, E-Mail von YouTube. Was wollen die? Schick mir, boah, wild. Bestimmt schreiben die mir jetzt, du bist so ein wilder YouTuber, mach weiter so. Hier eine Gehaltserhöhung, hier ein Play-Button. Aber wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat einfach mein Video sperren lassen. Ich dachte, du bist Gangster. Ich dachte, du bist gefährlich. Ich dachte, du holst AK-47, Bazooka, irgendwas. Der schickt mir einfach einen Strike von seinem Junkie-Management. Bösersoundmanagement.de oder so. Oder wer ist dein Manager? @gmail.com stand da. Du hast unter 10.000 Monate...
Bazooka, Bruder, schwarze Schokolade, 90% oder 95%? Ich höre auf Spotify. Du bist gar kein Rapper, Bruderherz. Geh mal Icon 6, Bruder. Aber das Problem ist, du kannst gar nicht rappen. Das erste, was sie machen, raus, raus. Ey, Leute, das Beste von allen ist, ich guck sein Instagram, der macht einfach eine Story, der schämt sich nicht, der sagt... Nein, nein, das macht alles Reddit natürlich selber, den Content. Einfach, hey Leute, die sind mich hier am Sperren, die löschen meine Videos, mein YouTube-Kanal ist auch weg. Ich habe hier Cyberkrieg mit Hackern und die löschen alle meine Sachen, das ist gar nicht männlich und sowas macht man nicht. Ich bin's, böse Mann. Und der böse Mann ist tatsächlich Cyberangriffen, Hackerangriffen ausgesetzt. Oder... Hackerangriffen ausgesetzt. Hey, was ein kaputter Typ. Wer will dich hacken, bitte? Du bist der toteste Rapper, den ich mein ganzes Leben gesehen habe. Gefährliche Neuigkeiten, Leute. Govas sterben nie. Mein Bruder ABK hat eine E-Mail geschrieben an YouTube. Die haben Video. Das ist das Kinderzimmer von Reddit, wie man sehen kann. Seht ihr das? Kaputt. Diese Fensterbank. Sein Kopf gegen Fensterbank, Miskino. Blau gestrichene Wand. Bruder Gebüsch. Eng, Gova, eng. Video direkt freigemacht. Die haben kontrolliert, die meinten, oh gut, 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 das war kein Mobbing, weiter so, macht den Opa kalt. Da seht ihr die Gangster auf Twitch, machen Ansagen, beleidigen Mütter. Kommt ein Video von mir, direkt löschen lassen. I cry me a river. Ah, du Opa, ich zerleg dich jetzt jeden Tag, wann immer ich will. Das hier sind AirPods, ganz normale AirPods. Guck mal hier, mach ich mein Ohr rein. Bitte guckt euch mal diesen alten Rentner, was für AirPods der im Kopf hat. Ola, was ist das bitte für Kopfhörer? Schwurf, meine Mutter hat einfach R2-Knopf im Ohr drinne. Ich glaube, der will damit spicken gehen bei Theorieprüfung von LKW-Führerschein. Nein, nein, der wurde damit gegen Manuelsen gelenkt. Er hat gar nicht selber gekämpft. Ola, was ist das für Kopfhörer von AliExpress? Bei Allah seine Temu-Kopfhörer. Ich habe echt ein schlechtes Gewissen bekommen. Wir machen uns ja gerade über diesen alten Opa lustig, ne? Aber am Ende des Tages ist er auch ein Mensch. Genau wie ich und du. Und ich habe mir überlegt, wir rufen jetzt beim Jobcenter an und fragen mal, ob der einen Job kriegen kann oder irgendwas tun kann im Leben, weil das Ganze, was er ja macht im Internet, ist ja alles aus Not, aus Armut. Deshalb, Armut macht erfinderisch. Ich rufe in deinem Namen an und tu dir einen Gefallen, weil den ganzen Tag auf Twitch Ansagen machen mit Glatze, mit Schweiß, mit Atemgeräusche von einem Wildschwein, das können wir nicht akzeptieren. Deshalb müssen wir jetzt anrufen und was tun. Steh auf, böses Mann. Es ist nicht so spät. Lern lesen und schreiben. Jobcenter Stuttgart, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Hallo, mein Name ist Böser Bub und ich wollte einmal nachfragen, und zwar bin ich aktuell arbeitslos. Und ich wollte mal fragen, ob man sich bewerben kann als LKW-Fahrer bei Ihnen oder ob Sie eine Jobstelle frei haben. Tatsächlich würden wir Sie unterstützen. Jedoch könnten Sie mir sagen, was Sie bislang gemacht haben. Also aktuell bin ich Rapper und auch Boxer, aber das läuft aktuell nicht so gut, weil meine Spotify-Zahlen sind aktuell unter 10.000 Streams und meine letzte Single hat auch nur 2.000 Streams gemacht. Und also ich habe mit dem Song ehrlich gesagt Minus gemacht und mein Kameramann konnte ich auch nicht bezahlen und das Studio, wo ich aufnehme, da habe ich auch schon seit längerer Zeit Schulden und Hausverbot, weil ich habe den Produzenten, der mich aufnimmt, das Trommelfell gerissen, weil meine Stimme so grausam ist. Mache ich aktuell meiner Musik kein Geld und ja, das ist aktuell mein Stand. Oh, das ist aber bitter. Ja. Ey, aber warum zittert Wer die Zahn beim Telefonieren, Miskin? Achtet mal bitte darauf, wie er am Zittern ist, wie ein Zitteraal. Davon hat, wie heißt das? Sammy immer gerappt. Das ist aber bitter. Nee, guck, 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 achte, achte, achte. Ja. Können wir Sie gerne unterstützen? Ja, ich habe auch jedoch aktuell einen Drogen. Oh, Miskino, Miskino, was bist du so am Zittern? Was hat ABK gegen dich in der Hand, dass du zitterst? Problem. Ich habe auch ein Drogenproblem. Ich weiß jetzt nicht, ob das das Problem ist für einen LKW-Führerschein. Ich bin ein bisschen. Tatsächlich schon. Jedoch hätten wir da die Option, dass ich Ihnen da die Drogenberatung hier in Stuttgart anbieten kann. Mhm. Ich kann Ihnen da gerne die Telefonnummer weiter. Hey, warum zittert er so? Was stimmt nicht mit dem? Der macht mich aggressiv. Warte, warte, wo ist Reddit? Reddit geht gar nicht mehr bei mir dran. Eva Gova, wir gucken gerade hier dein Video auf Eng. Du bist am Telefonieren und bist am Zittern. Was ist los mit dir? Was hat Halim gegen dich in der Hand? Rede mit mir. Erreichen. Bevor wir da weiter reden über den Führerschein, müssten Sie das Drogenproblem erstmal lösen. Also geht auch nicht so eine kleine Line, so eine kleine Line am Morgen oder so? So eine kleine Line so vielleicht so zwischendurch? Nein, tatsächlich nicht. Nein, tatsächlich nicht. Ey, reden die wirklich so mit einem? Da müssen ja wirklich kaputte Leute sein, ne, die zum Arbeitsamt laufen.
Also wir unterstützen Sie gerne, jedoch müssen Sie Ihr Drogenproblem unter Kontrolle bekommen. Ja. Ansonsten wird das leider nichts. Ah, okay, okay, okay. Und dann könnten wir für die Zukunft weiterschauen und dass Sie dann tatsächlich endlich mal einen Job finden. Ja, das wäre echt nett, okay. Das hat mich echt gefreut für das Gespräch. Das ist echt nett von Ihnen. Super, vielen lieben Dank. Alles klar. Vielen lieben Dank. Schönen Tag noch. Nach meinem Video, ich gehe so Instagram, ich gucke Nachrichtenanfragen. Vielleicht hat mir so ein hübsches Mädchen geschrieben. Ey, wow, well, dein Kinderkörper gefällt mir oder so. Nein, gar nichts. Wisst ihr, wer geschrieben hat? So komische, breite Gangster, so tiefgelegte Boxer von Bösemann, so Freunde. Und haben mir gedroht. Die erste Nachricht, schau mal, was dieser Jabinki mir geschrieben hat. Jetzt pass mal auf, du kleiner... Das Video gegen Bösemann wird ein Nachspiel haben. Ich weiß genau, dass du deinen Arsch in Düsseldorf versteckst. Ich komm mal die Tage und dann schaue ich, ob du ihm das alles auch ins Gesicht sagen kannst, bevor er dir die Visage blau färbt. Oh, er hat Albaner böse gemacht. Also Welit in Tirana abgeschlachtet, direkt. Oder Oden, was sagst du? Was laberst du da bitte? Bitte, geh mal in die Schule. Was machst du da für Ansagen für diesen alten Opa? Bist du krank? Sei froh, dass ich Bilder hier poste, du kleiner Opfer. Wunder, hör auf damit. Ey Leute, ich bin kurz davor, diesen Typen hier zu leaken, ne? Das ist ein richtiger Buddy-Ufug. Der hat einfach ein Tattoo von hier bis zu seinem Schienbein. Guck mal, was der beschreibt. Hör mir mal ganz genau zu. Du weißt nicht, mit wem du dich angelegt hast. Für meine Brüder schieße ich. Und du wirst der Nächste sein, der eine... Du wirst eine Kugel fressen wegen YouTube-Videos. Ey, meint die, ey, sind die wirklich so im Film? Meint die das wirklich ernst? Kugel fressen wird, du ha. Erst will Blerty ABK holen und jetzt will Bösemann Wellit holen. Wir haben hier ein großes Albaner-Problem. Die jagen die ganzen Marokkaner mittlerweile. AS. Einfach Nächste mit E geschrieben. Ey, Bruder, bitte, du Sonderschüler, geh mal deinen Hauptschulabschluss nachholen. Was nervst du mich hier auf Instagram? Bist du eigentlich krank, oder? Bruder, was hat der böse Mann für Freunde? Schreib mir auf Instagram, belästigen mich in meiner Privatsphäre. Seht ihr nicht gerade, ich wieg 40 Kilo, ich hab Bulimie. Ich bin hier gerade in der Milchstraße in der Galaxie. Ich bin auf ganz andere Harmonies. Ich mache hier ein Video auf Lachige, ein bisschen Unterhaltung. Die werden hier wütend, die sagen schießen, abstechen. Ey, Wasafi. Wie heißt der Film, den erlebt? Wacht mal auf langsam. Jobcenter, 8 Uhr morgens, Job suchen, Arbeit. Geht mal Frauen suchen oder so, Kinder machen, irgendwas anderes. Nerven die so einen YouTuber, der nichts zu tun hat in seinem Leben. Sorry, böse Mann, ich mach das nie wieder. Bitte verzeih mir, du alter Opa. Das war's mit dem Video. Der Wellit, gefährlich wie immer. Wisst ihr doch, 44 Kilo. Kommentieren, abonnieren, liken. Ich liebe euch. Assalamu alaikum. Ciao. Pow, pow. Gutes Video, hat mir gefallen. Govas.